Morgen. Bis gleich im Keller. Rekord mit dem VW-Bus, 18 Minuten. Cool. Hast den Rekord sogar gebrochen? Von wem? Von Autofahren. Von wem hat der dein linke Rekord gebrochen? Von einem. Von dich und von dich. Du hast den von dich einfach gebrochen. Zwar, aber ich habe sie Papa geschenkt, weil er liebt sie. Und ich mag sie. Ja. Ich mag, wenn ihr euch nicht streitet. Dann magst du von uns nicht. Wenn ihr lieb zueinander seid. Okay. Das ist eine Unverschämtheit. Also ist das Geschenk zurückgenommen. Sei Ruhe. Oh, ich habe jetzt was hingekriegt. Ich habe eine Idee. Da kommt Katharina. Wow, wow, ich hab's fast geschafft. Papa, ich hab's gewonnen. Katharina. Nichts zu tun heute. Heute gibt's einen Topf. Super. Ich freue mich. Ich freue mich. Ist das jetzt oben oder unten? Das hätte er mir noch sagen können. Würdest du die Kontakte eher oben oder unten sehen? Ich sehe sie eher unten. Hä? Da sind zwei Kontakte. Wenn man so ist ein Halter. Wenn man so mal drin dreht, dann ist so dieser Fahrradcomputer so. Ne? Ach so. Sind die eher oben oder unten? Was würdest du denken? Also, jetzt sind sie unten. Ja, aber würdest du die nach oben oder nach unten setzen? Also so rum? Das ist ja schon ein Unterschied, oder? So rum. Okay. Also, so. Das geht jetzt überhaupt nicht. Ach so. Damit der Zoom oder Zoom richtig ist. Ach so. Und du hast den. Ach, du sollst den Ding hier montieren? Naja, nicht wirklich. Also, er meinte, hast du nicht noch was, um das festzumachen? Und zeigst du auf das Ding. Da habe ich mir jetzt keinen Kopf gemacht, weil ich dachte. Das würde ich machen, wenn ihr wiederkommt. Das sind zwei Handgriffe mit den Kabelstrapsen da. Ja, ja. Da soll er einen Computer mitbringen. Wenn der hinten auf dem Kopf steht, ist doof. Da würde ich jetzt gar nichts machen. So schade um die Kabelstrapse, wenn du sie hinterher doch wieder durchknallst. Das stimmt. Naja, ja. Dann wird erstmal Zug gemacht hier. Im Himmelswillen sieht ja aus. Das hat aber lange gewartet mit seinem Schallzug. Schauen wir mal. Schaut euch das mal an hier. Eine Katastrophe. Hier kaputt. Hier kaputt. Hier mit Erdungskabel festgerödelt. Und das also, er ist kein Freund von Kabel, wenn dann so richtig. So, Erdungskabel weg.
Das gute Kupfer, wenn man es nicht klaut. Abschrauben. Einmal abknipsen. Warum holt keiner mehr den Schrott ab? Ist Schrott, sind Schrottpreise im Moment so gesunken oder was? Unglaublich. So. So, einmal den raus. Neu zu schneiden. Machen wir gleich. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mir Luft schnorren. Ja, wir sind Experten. Ja, Luftschnurren ist am Eingangsbereich möglich. Ah, okay. Da befinden sich zwei Pumpen neben diesem voluminösen Spiegel. Und ein Spendenglas. Ja. Ja. Hab ja ungern recht, aber ich hatte recht. Das Haus kommt natürlich nicht aus Hamburg und wird dort auch nicht gebaut, sondern es wird eingekauft in Estland oder so, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ich werde mal selber wissen. Estland! Was soll ich dir sagen? Estland. Es ist vielleicht meine Erfahrung auf dem Bau. Und die Information konnte ich begründen, dass ich sie haben will, weil ich einfach ihm klar gemacht habe, dass ich beurteilen möchte, wie gummiartig deine Lieferfristen sind. Ja, je weiter weg, desto größere Unwägbarkeiten. Und wenn ein 40-Tonner aus Estland kommt, ach du grüne Neune, der kann viel Stress haben. Tja. Estland. Natürlich. Lettland. Polen. Irgendwo steckt Estland ist ja ganz oben. Ist ja noch, ist ja Estonia, das ist ja ganz oben. Müssen wir durch Lettland und durch Litauen und durch Polen. Irgendwann sitzt er in Frankfurt oder so. Und wo der jetzt sitzt auf diesen lächerlichen Landstraßen da, ach du grüne Neune, ja, die kenne ich. Baltikumreise, ja. 12.30 Uhr. Und das geht jetzt, also der kommt dann nicht, ja, außer, also die müssen ihn erstmal erreichen. Also, ja, erstmal müssen die sich jetzt wirklich drum kümmern. Und ich hoffe dann ernsthaft, dass ich nun jetzt auch so viel Dampf gemacht habe, dass ich dann auch eine Rückmeldung kriege. Und dann haben wir zumindest einen Termin, jetzt nochmal 24 Stunden. Ja gut, ich habe es verlängert, also wenn wir morgen Mittag mal ankommen können, soll sie ankommen, kriegen wir es zumindest nach hinten getragen. Ja. Damit ist natürlich auch das, was du gestern Abend dem Felix gesagt hast, hinfällig. Heute Abend laden wir noch keine Schrankteile ein. Denn ich muss ja auf jeden Fall noch mal kennen in dem Ding. Ja. Und noch die Polizei. Da? Das ist ja nicht nur 1 Millimeter hier vorne. Kann man das überhaupt sehen hier? Ja, aber, da. Der Antrieb ist durch. Durch im Quadrat. Wie auch immer, das ist nicht die Aufgabe. Zug ist gemacht. Fertig. Frau will es nicht mehr für das Auto. Ja. Kannst du noch mal, hast du einen Ausweis bitte? Ausweis. Hast du noch? Hast du dabei? Kopie von Vorteil.
Na, hast du jetzt neu beantragt eigentlich? Da? Ja, Kabelzähne haben die einbehalten. Kann ich nicht mit mir umtragen, hat die Heimleitung. Wer hat das? Die Heimleitung? Die Heimleitung, ja. Wieso haben die den Heimleitung? Ja, weil die haben wir verloren. Die. Ja. Nochmal den Namen bitte. War ich noch 14? Der Name von der. Krupa, so wie der Stahl. Krupa. Krupp nur mit A. Alter. Max Krupa. Das ist gut. Hier müsste jetzt auch noch offen haben. Wo ist denn die Kamera hier? Tja, das war ja ein halbseidenes Geschäft, ne? 20 Euro für ein Pegasus. Da brauchen wir uns nicht vormachen. Das ist bestimmt legal. Wollte ich auch machen, 2 Wochen Urlaub in Österreich, leider nicht geworden. Eine Woche kriegen wir hin. Vielleicht, eventuell. Im Winter. Ah, wer hat da denn mitgekommen? Österreich. Ja, jetzt habe ich ein schönes großes Auto, ja. Da freue ich mich auch sehr drüber. Der Kleine ist weg und der Omega kommt jetzt auch weg. Obwohl, das hat so einen Spaß gemacht, nach Tegel zu fahren. Also nicht nach Tegel, sondern hinter Tegel, da hinten sie. Man kann sich ja so ein E-Bike holen, so mein Fahrrad. Hat Ei. Er hat jetzt ein gutes, richtig geiles E-Bike. Das Problem ist, dass ich jeden Tag fahre. Der Rucksack ist ja umladen wieder und. Nach 3 Jahren ist er akkutot. Ja. Naja, 3 Jahre mein. Das ist ja kein alter Mann. Nee, das nicht. Warum hast du das bequem? Ja, eben, das ist das Problem. Man wird älter. Ach komm, jo. Nee, das stimmt ja nicht, das alt werden, aber wenn man so sieht, von morgens dann, fährst du mit dem Auto oder fährst du mit dem Vorrad? Ah, dann fährst du mit dem Vorrad. Fährst du Auto, bist du da, ob schon die umziehen. Dann die Karre abschließen wieder, die Plane wegmachen, alle und dann wieder. Du bist ja doch alt. Und sag mal, bist du doch noch jung, sag mal. Das ist so richtig. Das ist doch. Ich fühle mich überhaupt nicht wie hier. Meinetwegen auch in 10 Jahren fühle ich mich nicht wie 50 oder so. Also so die Arbeitskollegen. Die Arbeitskollegen, die sind jünger, die sind 33. Und haben auch Motorräder und sagen auch, nö, ach, morgen funktioniert. Ja, das ist einfach, weil sie faul sind. Da fahr ich hier mit Auto, weißt du, und so. Ja, die sind einfach nur faul, ey. Nee, ich mach das. Jetzt musst du erst den Ball suchen und dann. Das weiß ich nicht. Ich finde das. Solange wie man sich so jung fühlt, so. Ja. Machst du mal ein Wehwehchen hier und ein Wehwehchen da oder so. Ja. Merkst du mal Rücken? Wie ist das? Aber immer am Ball bleiben, immer dranbleiben. Immer machen. Ich hole mir definitiv kein E-Bike. Also nicht deswegen. Also würde ich wohl ja nicht. Es lohnt bei mir jetzt ja nicht mehr. Es lohnt sich ein E-Bike wirklich, wenn du zur Ostsee fährst. Weil da ist ja wirklich der, wenn du. Aber sag doch, selbst da gibt es ja die Leute. Das war doch früher, das hast du ja gemacht. So, einfach um das Fahren zu willen und nicht einfach nur um da anzukommen. Deswegen. Nee, das ist ja nicht. Das so geht darum, wenn jetzt so da. Man sieht da die älteren Herrschaften, die da Urlaub machen, sind mehr oder mehr.
die mieten sich dann ein E-Bike und da fährst du... Ach, doch mal, um kurz mal da rumzufahren, ja. Aber wenn du zu Ostsee fahren willst, von hier aus, nee, dann fülle ich mit einem normalen Rad doch alles mal so rein. Das ist ja die, die geht ja um die Tour. Ja. Und die sollst du ja noch nicht runterrasen. Ein E-Bike ist ja nur wirklich easy, also das ist zwei Akkuladung. Ja. Ja, bitte? Ah, okay. Alles klar. Okay, ja, hier, gerade wenn du Zinnewitz aus die Zinnewitz da und da kannst du ja richtig schön zum Ahrbeck hier in das Dorf, die ersten Dörfer fahren und da hast du ja richtig Steigung, da musst du absteigen. Und da ist so ein E-Bike, wenn du da siehst, die älteren Herren. Das ist ein Bequem, ne? Aber die strengen sich auch nicht mehr an, da kommt auch kein Blut mehr in Ballon. Das ist ja nur alles. Das war dann auch. Da sind nicht mehr Luft. Geil. Ich liebe es, ich liebe es. Ich mag Räder. Ich mag Räder. Ich mag Räder. Räder. In meine Räder. Jetzt habe ich nur Bremsbelag. Und freilich, schloss mir was durch hier. Bremsbelag. Block. Herr Marco, was sagst du dazu? Hättest du nicht gedacht vor 30 Jahren, dass du mal auf dem Flughafen arbeitest und ja, ich im Fahrrad lauern? Ja, ich hab mal so geschätzt, die Bundeswehr auf dem Flughafen. Dann war ich schon vor 30 Jahren. Nee, vor 30 Jahren. Ich meine, vor 30 Jahren hättest du das gedacht. Da waren wir noch Kinder, da haben wir noch Matchbox, diese komische Schräge da, weißt du, in der Schule haben wir da noch runtergerutscht, da diesen Matchbox von dir und den Rücken. Ja, ja. Mit der Rampen hier gebaut. Wenn man jetzt ein bisschen nachher zurückdenkt, weil wir euch ja schon ein Tierpark gehen, alle so ein bisschen, ja, die Jahreskarte haben. Eigentlich warst du mit gewesen damals und hast genau die verkehrten Hufe lernen müssen. Weil so weg jetzt noch da gewesen und öffentlicher Dienst. Damals, hat er damals gesagt. Bei der Bundeswehr? Nee, damals wirklich eine Lehre angefangen habe. Genau wie du damals. Was hast du denn noch angefangen damals? Das Video hast du doch ganz was verstanden. Hatte ja drei Züter mehr. Tierpfleger und Zimmermann. Ach, du wolltest Tierpfleger auch. Ja, stimmt. Richtig. Ja, ganz und dunkel. Ja. Und da haben die gesagt, du bist doch Baujahr, du Lump. Ja, weil ich dann überlegt habe, was machst du denn richtig, weißt du? Ja. Meinst du Tierpfleger wert gewesen damals? Ja, das ist in sicherer Zukunft. Und öffentlicher Dienst? Schaltwerk defekt. Das ist vielleicht noch eine Aufgabe heute, was ich mit drin nehmen werde. Ja, dann müssen wir mal langsam die nächsten Räder rausbuddeln, oder? Hier, die Feder hat keine Spannkraft mehr bis zum Schluss. Und das ist genau der Punkt, der uns fehlt. Ja, hier bleibt es dann so stehen. Aber das fehlt. Vielleicht gestürzt, vielleicht gedehnt, irgendwas. Da ist noch nicht mehr mit Nachspannen. Die Feder ist einfach ausgelutscht. Ja, das können wir noch machen. Ich würde jetzt empfehlen, sie beschwert sich, dass es nicht ordentlich schaltet. Ich würde jetzt mal ein neues Schaltwerk ordern. Das mache ich jetzt. Das bestelle ich jetzt. Dann das einbauen, einen neuen Zug einbauen und fertig. Mehr will ich da jetzt ja nicht machen. Ja, warte.
So, was soll hier anders? Der Bremsbelag muss ab. Ja. Ne? Und dann muss der neue Rand, der da auch ranpasst, weil der ist ja viel zu lang, der ist für V-Brakes. Die haben wesentlich mehr Power. Mir eben, ne? Ja, guck mal. Ich erkläre es ja nur, ja, gar nicht automatisch. Klar. Jetzt sind die kurzen, natürlich passen die dann wesentlich besser an. Schön. Scheint von der Kraftverteilung. Prima. 10? Jawohl, 10er und ein 5er Inbus eventuell beim Einstellen zum Gegenhalten. Mhm. Ich bin Wolfgang, aber dann wäre hier anders. Hi. Hi. Nee, wirklich, gestern hat er schon wieder angehört. Kaum wird es eigentlich unten. Ne? Vorher hat er die ganze Zeit nochmal gesprochen. Okay, langsam, langsam. Okay, bitte rausschneiden. Das wollte ich nicht, fangen wir aber nicht an, jetzt auf. Ja, ist eben. Ist mir peinlich. Was sollen die weiblichen Fans denken? Die weiblichen Fans. Muss ich mir doch warm halten. Ja, die bleiben dir auch noch warm. Ja, irgendwas in den Fingern, in den Gelenken. Okay. Und er meint ja Entzündung hemmen und Schmerzen lindern. Und was ist es? Ibuprofen. Auf die Idee. Ach, die alle wissen, was ich wirklich denke. Du mach hin, du lahm Arsch hier. Ja, ich bin ja schon. Dick mein doch nicht dich, ich mein den Komposter. Ja. Ach so. Gib ihm Eieruhr. Ach stimmt, die Eieruhr da vorne ist ja noch da, wenn Feuer war. Ich will nicht, dass meine Tochter irgendwo nicht stellt. Ah, nee, echt jetzt? Okay, ich bin froh, zu Hause zu sein. So, liebe Leute, ich verabschiede mich von euch allen und wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Wir sehen uns morgen wieder bei dem nächsten arbeitsreichen Tag, hoffentlich für Tommy. Heute war ja eigentlich gar nichts los. Ich weiß nicht, was ich in den Blockraum drin nehmen soll, da ist ja nichts drin. Ja, also sehen wir uns morgen. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy.